Kann dieses scheiß Gras nicht einmal aufhören zu wachsen, wenn ich nicht da bin? Jawohl, ja. Moin Leute. Willkommen zu einem neuen Video nach... wie lange ist mein letztes jetzt her? Naja. Ich hoffe, die Audioqualität ist nicht zu schlecht. Ich habe das Ding nämlich eine Weile nicht mehr benutzt, wie ihr zweifellos gemerkt habt. So, ich fahre jetzt gerade mal eben in den Garten. Da war ich auch schon über ein Jahr nicht mehr. Genauso lange, wie ich auch kein Video mehr gemacht habe. So, ich will mir noch was zu trinken holen, für den Fall, dass ich doch anfange, den Rasen da... beziehungsweise den Dschungel, das wird garantiert ein Dschungel sein, da frei zu schneiden. Oh, ich habe da so keinen Nerv drauf. Gut, ich habe mir was zu trinken gekauft, bin also bereut. Ach ja, was habe ich denn in der Zwischenzeit so gemacht, weil ich ja keine Videos gemacht habe. Man wollte ja nicht so viel rausgehen in dieser Pandemie. Ich habe mein altes Hobby, mein Elektronik-Bastel-Hobby wieder ein bisschen ausgekramt und angefangen, mir mal beizubringen, wie ich Smartphones und so weiter repariere. Ich habe zum Beispiel, Moment, zeige ich mal kurz, das iPhone 8 hier habe ich selbst repariert. Da ging der Home-Button nicht. Jetzt geht's wieder. Naja, wollen wir gucken, wie das mit der Pandemie so weitergeht, ne? Schauen wir mal. Ich werde mich jetzt mal wieder um meinen Garten kümmern. Wollen wir mal gucken, wie der... Ach, Sunday, ich hab da schon richtig Angst vor, ehrlich. Die Fische sind wahrscheinlich alle tot. Obwohl, eigentlich sollte das ein Biotop sein. Die sollten eigentlich so klarkommen. Mit den ganzen Wasserflöhen und Mücken, die da nisten, sollten die eigentlich genug zu fressen gefunden haben. Wollen wir mal schauen. So, wo war das jetzt noch? War das jetzt hier? Alter, ich war so lange nicht mehr hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es hingeht. Mann. Kann dieses scheiß Gras nicht einmal aufhören zu wachsen, wenn ich nicht da bin? Ah, ist doch nicht dein Ernst. So, wollen wir mal gucken. Ich lasse den Helm mal auf, dann kann ich gleich weiterfilmen. Dann muss ich da nachher nicht... Um Gottes Willen! So, erstmal das Visier aufmachen. So. Oha. Oh, geht doch eigentlich noch, oder nicht? Also, weiß ich jetzt nicht. Oh, ne. Funktioniert sogar noch. Mehr oder weniger. Ah, oh, nee. Okay. Oh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dieses Ding hier offen gelassen zu haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, das Kabel für die Solaranlage nach drinnen gelegt zu haben. Aber ich glaube, mein... Ach nee. Da liegt sie ja. Warum zum Geier hängt das Kabel da so rum? Ach ja. Ach ja. Oh, ups. Oh, howie, howie, howie. Oh, hier sieht's aus. What the fuck ist das denn? Oh, ist nicht dein Scheiß ernst, ne? Oh, welch Freude. Jetzt ist sie... Oh, Bude hier am Gammeln. Na, das ist ja schon mal glorreich. So, Leute, ich mache jetzt mal Pause. Eieieiei. Ich werde mir erstmal einen Überblick verschaffen. Und dann sehen wir uns wohl gleich wieder, nehme ich mal an. So, ich nehme mal kurz ein Video mit meinem Handy auf. Fische habe ich keine gesehen, aber ich glaube, da ist jetzt Futter verschwunden, oder? Ich glaube, das ist weniger geworden. Ja, also scheinbar hat man nicht nur meine Pumpe geklaut. Ja, auch das Schloss an meinem Schuppen ist ja weg. Komplett weg. Das ist merkwürdig. Und natürlich fehlt auch die Motorsense. Wie kann es denn auch anders sein? Ja, der Rasenmäher ist noch da. Das ist ja toll. Immerhin etwas. Aber ja, meine Sense ist weg. Also jetzt fehlt mir irgendwie die Möglichkeit, hier den ganzen Scheiß wegzu
schnibbeln. Ne, also die Sense, die habe ich ja eben halt für das Grobe immer gehabt. Ja. Tolle Wurst, ne? Warte mal, das ist die Hacke. Das ist... Ach, der gute, teure Spaten ist natürlich auch weg. Die billigen Dinger hier, die 2,50 Euro kosten hier bei Lidl und so weiter hier, die sind noch da. Aber der teure 30 Euro Spaten, der ist weg. Die billige Uhr als Schaufel ist da. Die billige Schere ist da, der ganze Billigscheiß, der ist noch da. Aber der teure Spaten, weg. Die Motorsense, weg. Geil. Mann. Naja, ich werde den mal raus und mal gucken, ob der noch angeht. Mal gucken, was ich damit machen kann. Ne, Spinne? Ja. So, jetzt wollte ich gerade den Rasenmäher mal anschmeißen. Und stelle fest, dass der Tank natürlich leer ist. Das hat mich auch nicht überrascht. Das wird wahrscheinlich verdunstet sein. Dann will ich ihn natürlich neu betanken. Und dabei fällt mir dann natürlich auf, dass der scheiß Kanister mit dem Benzin auch weg ist. Tja, Leute, der Besuch im Garten war ja nun mal ein bisschen kurz. Die Fische scheinen noch zu leben, ein paar zumindest. Eigentlich hatte ich vor, den Rasen zu mähen und das ganze diesen ganzen Dschungel da zu stutzen, aber ja, Motorsense geklaut, Benzin für den Rasenmäher geklaut, Spaten geklaut, Sauerstoffpumpe für den Teich geklaut. Meine Fresse. Dazu noch jetzt schön Schimmel an der Wand. Jetzt weiß ich aber zumindest, worauf ich mich einstellen darf. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine Motorsense bekommen. Ich habe jetzt kein Geld, eine neue zu kaufen. Kostet ja auch wieder 120 Euro oder so. Jetzt bin ich schon wieder fertig mit der Welt. Ne? Da habe ich schon wieder keinen Bock mehr und bin genervt. Ne? Wieder beklaut worden. Ne? Ach ja, ein neues Schloss und einen neuen Riegel kann ich mir dann ja auch noch kaufen wieder dafür. Oh, ist das schön. Tolle Wurst. Oh, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, wenn jetzt die Bude anfängt zu schimmeln, Alter. Aber ich habe von außen und auch von innen so keinen Wasserschaden entdeckt. Also ist das vielleicht auch nur dadurch entstanden, weil ich nicht gelüftet habe die ganze Zeit. Ja, über ein Jahr bestimmt. Einmal den oberflächlichen Schimmel wegmachen. Müllsack muss ich mitnehmen für die ganzen Klamotten und die Stoffe und die Kissen, die da liegen. Da ist überall Schimmel dran. Ne? Da sollte ich mich dann auch mit beeilen. Also das Wichtigste ist jetzt erstmal, den Schimmel wegzuballern. Das ist jetzt das Erste. Naja, Leute, ich denke, ich habe jetzt genug Videomaterial. Also sage ich schon mal vielen Dank für das Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal.